Wen gehört dem Rosenkavalier Ihre persönliche Sympathie? Das ist ganz einfach. Dem Hofmannsthal und dem Richard Strauss. Weil diese zwei können Figuren derartig minutiös und gedankenleserisch beschreiben durch Musik und Text, dass man also dem Stück verfällt und auch seine Sympathie ununterbrochen verteilt. In alle Figuren, in die Sophie, in den Rosenkavalier, in die Marschallin natürlich, das ist das Übliche an Sympathieträgern. Das ist ein Stück, da hat die, ist eigentlich, es geht um die Vorrangregel der Liebe. Die Liebe und Verliebtheit und alles, was so dazwischen liegt, wird abgewandelt und kriegt seinen Wert und Unwert. Es ist alles verliebt in dem Stück, durcheinander. Und es geht darum, wo im Rande der Tragödie oder knapp neben der Tragödie und neben der Sentimentalität, der Unmoral und was man so um die Liebe herum redet, da rankt sich eine Musik und ein Text herum, dass man zum Schluss sich fast nicht mehr auskennt, wohin die Liebe überhaupt gehen soll. Im Terz löst sich die Liebe in Musik auf und man weiß gar nicht mehr, was wen liebt und wo wer liebt und wo wer verzichtet und wo wer siegt und wo wer verliert. Es ist einfach ein Rausch, der dann entsteht, ein Liebesrausch. Und mit einem Witz hört es auf, sind heute so die jungen Leute, als ob das eine Lösung wäre. Marschallin bleibt nichts anderes übrig, als ja, ja, drauf zu sagen. Wie sie das meint, muss man sich dann selber überlegen. Wie weit ist das Stück eine Komödie, wie es im Untertitel heißt? Durch und durch ist es eine Komödie. Wenn Komödie das ist, was Komödie meint. Es ist, der Tschechow nennt die Möwe eine Komödie. Dante nennt eine Trilogie, wo es um Himmel, Erde und Fegefeuer nennt, eine göttliche Komödie. Comédie humaine nennt der Balzac sein Werk oder was. Es ist es zeigt die Schwächen der Menschen, mit großen Gefühlen fertig und nicht fertig zu werden. Und das ist Komödie. Das ist nicht zum Kranklachen. Das ist vielleicht ein bisschen zum Weinen, ein bisschen zum Schmunzeln und zum Verzichten oder was man will. Es geht nicht mit dem Tod aus. Sie kaufen, wenn Komödie dort steht, kaufen Sie die Garantie mit der Eintrittskarte, dass die Sache geht nicht schlecht aus oder nicht tödlich aus. Das ist das Einzige, was die Komödie garantiert, wenn es am Theaterzettel Komödie steht. Man hat immer ein bisschen das Gefühl, dass die Marschallin so eine moralische Instanz ist. Das ist sie ja eigentlich gar nicht, weil sie betrügt ja auch ihren Mann. Ja, sie betrügt nicht jemand, sondern sie anerkennt ein Bündnis, das ihr aufoktroyiert wurde, nicht vollkommen. Sie weiß, dass sie ein Recht auf Liebe hat. Und das hat sie gegenüber dem Feldmarschall nicht. Und das sogenannte eheliche, wie sagt man, Sakrament oder was, interessiert sie nicht, sondern sie wählt den Vorrang der Liebe. Sie wählt auch den Vorrang des Verzichts, wie sie sieht, dass es ihrer Reife oder ihrem Alter will ich nicht einmal sagen, ihrer Reife nicht mehr zukommt, zu halten. Halten und lassen. Das ist das Leben, sagt sie auch selber.
Wo unterscheiden sich die Marschallin und der Ochs, oder gibt es auch Verwandtschaften zwischen den beiden? Oder ist es ein Gegensatz? Ja, äußerliche Verwandtschaften mag es geben, und die Marschallin vergleicht sich fast ein bisschen, ohne es auszusprechen, mit dem Ochs. Der Ochs mit seiner selbstverständlichen Lebenslust und Geilheit und Unbedenklichkeit, ein junges Mädchen zu verzupfen, der ist für sie ein bisschen wird ein bisschen zum Spiegelbild und sagt so, und jetzt ist mit meiner Sache auch Schluss. Ich will nicht so werden wie ein alternder Mann, der jetzt das nicht aufgibt, die Würde. Und im Rausch einer großen Verliebtheit ist alles erlaubt. Aber dann, wenn man nachdenkt und wenn der andere womöglich eine Junge sieht und konkurrieren mit der Jugend will sie nicht, da zieht sie sich zurück und sagt, hör auf, und sagt auch, weist den ganz energisch zurück. Er ist ein Kavalier, da wird er sich halt gar nichts denken. Nachdenken über unsere Verfehlungen werden wir nicht. Und sie fühlt sich auch nicht verfehlerisch, sondern sie hat einmal geliebt und einen jungen Burschen verzaubert. Das steht ihr zu. Und das ist vorbei. Wenn Sie eine Oper wie den Rosenkavalier inszenieren, wie viel ist vor den Proben schon vorbereitet? Wie viel entsteht während der Proben? Ich kenne das Stück vor den Proben. Und dann arbeite ich mit den Leuten und verführe sie zu einer gewissen Echtheit und verbiete ihnen sängerische Unarten, wenn es geht. Und zum Teil gelingt es und zum Teil muss man halt kapitulieren. Dankeschön. Bitte. Danke.